Konnichiwa, Bitches! Dreamfall Chapters geht weiter. Zur Feier des Tages gönne ich mir ein bisschen vergorenen Traubensaft. Weil wir vorhin das Thema hatten. Aber ohne Mondstängel drin oder wie das Zeug hieß. So. Weiter geht's. Lieber Controller, tu Dinge. Dankeschön. Wo sind wir denn stehen geblieben? Valens, are you a ghost? Where in Shadow's name did you come from all of a sudden? Was? Sehen die mich nicht oder was, bis ich sie berühre? Ich weiß es nicht. Da ist eine Karte. Das ist nett. Bin ich denn noch auf der Route? Ich weiß es nicht. Kann ich das nicht? Kann ich das nicht overlayen? Nein, kann ich nicht. Aber da, okay, da unterhalb dieser Mauer ist der Checkpoint. Also müsste der quasi da drüben sein. So, hier so quasi, oder? Eigentlich müsste der hier sein. Uhuhu. Ach süß, guck mal. Hihi. Gut, das hilft mir jetzt aber gerade nicht viel weiter. Kommst du da hoch? Oh ja. Bringt mir aber gar nichts. Und hier bringt es mir auch nichts. Ich finde das so süß gebaut. Ich finde, das sollte so eine Stadt geben. Irgendjemand muss so eine Stadt bauen. Ich finde das hutzelig. Ja, Soll ich mich jetzt da hinstellen und warten, bis der Typ mal vorbeikommt oder was? Habe ich jetzt eigentlich nicht so die Lust zu. Ach, guck mal, die Maschinen, da kennen wir ja auch noch. Die Asadi-Maschinen, diese Steampunk-Dinger. Gut, sonderlich viel ist hier irgendwie gerade nicht los, kann das. Ach, das ist das, wo wir uns dann später treffen, wa? The Rooster and Kitten. Ulfic, the barkeep, is friendly with the resistance. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, was mit der deutschen Synchro passiert ist. Die kommt nächste Woche. Aber so lange möchte ich nicht warten. Vielleicht mache ich ja so ein... Also, verdammt, Entschuldigung. Ich habe vergessen, das auszumachen. Vielleicht kommt die ja... Nee, also die kommt nächste Woche. Was ich euch fragen wollen würde, hättet ihr denn Lust... Sobald die deutsche Synchro raus ist, dass wir einen Livestream machen, wo ihr dann abstimmen könnt über die Entscheidungen. Dass wir ein paar Entscheidungen anders treffen, als wie ich es jetzt hier im Let's Play mache. Hättet ihr da Bock drauf? Wir können auch gerne die erste Episode spielen und dann die zweite, dann machen wir einen extra Livestream-Spielstand quasi. Hättet ihr Bock? Wäre das was für euch? Ah, guck mal, hier ist doch immer dieses Ding rumgelaufen, ne? Und da war, das ist der Magen von der Magen, der Wagen, oder? Das sieht hier so aus. Das sieht schon... Nee, das... Nee. Das sieht so aus hier. Mensch. Und da war doch dann der Kleine. Von dieser Verrückten. Who's there? Niemand. Warum glitzert es hier? Man weiß es nicht. Ja, puh. Jetzt bin ich hier. Woanders kann man, glaube ich, auch gar nicht hin, oder? Ich glaube, wir müssen mit dem kleinen Jungen erstmal mit. Na, dann machen wir das halt jetzt. Haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Hallo, Bib. Are you ready? Can we go now? Ja. Let's go. Finally. Follow me. Endlich. Wow. I've got the non-magical medicines your body needs. Fully authorized and licensed. We need to leave the ghetto. Huch. How will you get past the guards? I know a way. Meet me on the other side. Wait, what? The other side. Ja, da halt, nicht?
Always be vigilant, citizen. Wie auch immer er hier rüberkommt. Was ist denn das? The construction of the tube network appears to be picking. Goddess, save us. You're playing with your life, boy. I don't need a goddess to save me. I'm very good at climbing. How did you escape the keep? What? I didn't. How do you know about that? Oh, everyone knows the apostle escaped the keep on the night of his execution. There's even a puppet show about it. Shadow, take me. And why do you think I'm that Azadi? Mysterious apostle guy escapes the keep. Mysterious Azadi joins the resistance a few days later. I may only be 10 years old, and I may have purple skin, but I'm nobody's fool. Clearly. What else do you know about me? Not m- This is it. This is where they have their meetings and speeches and stuff. Are you sure? Positive. Sometimes I listen in. They talk about magicals and about how we've ruined the world and taken everything from them. It makes me sad listening to that. I didn't know magicals were so bad. No wonder humans hate us. We don't... Look, boy. Bip. Those people are not good people. You have done nothing wrong. You can't help the way you look or the color of your skin. Ach. How and where you've been born doesn't make you a bad person or less of a person. It just makes you you. It's what you do with your life that matters. Now, scram, get out of here. Go back and be careful. But... You promised. No arguments. Fine, fine. What? A tip would be appreciated. In recognition of all my hard work. You're really something. Here. Now run back, you little thief. Okay, wo genau hat er uns jetzt nochmal hingebracht? Es wäre halt echt schön, wenn diese scheiß Goals funktionieren würden. There aren't a lot of people out at night, even though the streets appear to be safe. Nee, sind überhaupt nicht viele Leute unterwegs. Das sieht doch so aus. Greetings, brother. What? Who's there? Gods damn it. You gave me a right scare, mate. Where in the Seven Hills did you come from? The shadows. Step aside, I'm late for the assembly. Right, of course. Blood and land, brother. Nachplappern. We'll keep this simple. The obvious answer to blood and land is... I'm not going to just keep guessing. Sooner or later, even this brainless fool will see through my veil and call on the guards. The important thing is not what I say, but how I say it. I must appear forceful and show that I belong at this assembly. Stand aside and let me through. I just need the passphrase. Uh-huh. Come on, brother, you know me. Nah, can't say as I do. And if you're not part of the family, you're not welcome here. You people ought to be ashamed of yourselves. How dare you put this muck on my door? Just because I'm human, don't mean I'm interested in your speciesist propaganda. I've lived next door to Dolmari most of my life, and they've never once done me or mine any harm. Here's what I think of your so-called humanist rally. And your honor Hilaris can go fuck himself. He's a traitor. You all are. When the Azadi finally pack up and leave, we will remember what you've done. Be sure of that. Okay, Lady. Was geht? Invitation. Okay. Ah, hier. Da liegt noch was. Und ein Siegel. Voll schön. Fehlt da jetzt nicht noch ein Stück? Ja. Invited to a private gathering. Ah ja, klar, und das untere Stückchen fehlt natürlich, ne? Oh, komm schon.
So, jetzt haben wir schon mal die zwei. Und unten steht die Losung drauf. Aber das eine Stückchen fehlt. Na super. Wo kriegen wir das jetzt her? Hm. Wo sind die Olle hingerannt? It's disgusting what's going on in there. Them bad mouthing magicals, like they're the problem. The magicals have always lived here. It's the Azadi who've... Excuse me. Balance! Where did you come from, eh? I didn't even see you. What do you want? I don't want no trouble. That piece of paper you tore. Do you have the other half? What piece? The National Front flyer? Why? Who are you? Someone who's on your side. Well, I don't know. You sound Azadi to me. What do you want that flyer for? Long story. I need it to find a traitor. A traitor to the rebel cause. Oh, right. Well, if it means getting back at that National Front filth, then by all means, take it. And balance bless you for standing up to those bastards. Cool, das war einfach. Dann tun wir das jetzt damit drauf. Und angucken. Honor and humanity. It's the slogan used by the National Front. That must be the passphrase I need to get into the meeting. Sehr gut. So gefällt mir das. So muss das laufen. So, du. Pass mal auf. Step aside, brother. Gott! You snuck up on me. Blood and land. Blood, land, honor and humanity. Honor and humanity. Faith and family, brother. Go on through, mate. The meeting's already begun. If you haven't seen Mr. Illyris speak before, you're in for a proper treat. That man is an example to us all. Ja, updated, super. Oh, guck noch mal hoch. Guck mal in die Kamera. Manu. Sisters. Cousins. Brave, humble, human folk. Welcome to this meeting of the National Front for Faith and Family. Yes. Thank you for coming here tonight. Thank you. Thank you for the generosity of your time. Thank you for braving these ill-lit occult courts in your tireless search for truth. Yes. Oh, yes. Despite the selfless work of our benefactors, the enemy lurks out there, in the shadows. Look about. Look. Fieselchen sind süß. The enemy. For they are close. They are everywhere. I smell them. Do you not smell them? That foreign spice, magic, filth. It warms my heart to see you standing before me. Standing up for what's good and fair. Glory, cousins. Glory be upon you. In the light of the goddess. He leads this National Front for Faith and Family. I spoke recently with our benefactors. I spoke to them about that immigrant, the magical. Yes. I spoke to them. I said, listen to these humble, brave folk, your cousins. Humans brought to their knees by the magical. Driven to bankruptcy. To moral corruption. Simple, uncomplicated men and women led astray by the devilish, demonic, magical, the necromancer. I said to them, I said, we need to make a stand. Now! We need to rally behind our benefactors, behind our own. And I said to them, I said, what you need, what they need, what we need, is someone to stand up and speak the human cause. The true Mercurian. Someone not afraid of the magical and his foreign tongues. Yes. You know me. You know, I seek no fame or fortune. I seek only truth.
I seek the light. I seek justice for brave, humble, human folk like you. Yes, yes, yes. I stand here before you as your servant. I stand here before you as your humble servant. Soon the city will elect a new council, a new leader, one who will take responsibility for the lawlessness that haunts these occult, ill-lit lanes. Our benefactors do great work. They do brave work, important work, illustrious work. But they can't be everywhere. They can't protect all of you from your dark neighbours. And where the Azadi fall short, where their light doesn't reach, the City Watch can help. Take the paper dragons that fly above us as we speak. Soll ich den jetzt ausquatschen lassen? Soll ich dem jetzt zuhören? Was soll ich hier machen? Humble, hardworking human folk, symbols of the magical, symbols of the dry king. Ich kann hier sonst nichts machen. Fui. Blasphemous betrayal of all of humanity. Fui. Our benefactors, the Azadi, they cannot cut every line, arrest every traitorous child. They've more important things to do. This is the City Watch's responsibility. But what does the City Watch do? They stop good, honest, simple human folk from meting out well-deserved justice. They stop us from punishing the magical, that immigrant, for his necromancy and illusionism. Why, only last night, a young cousin of ours was put in chains for laying righteous hands on a magical. A magical who'd cast a spell on our young cousin's sister. She'd fallen in with the magical, possessed with dark lust and obscenity. And our cousin is thrown in the dungeon for doing what's right, what's just, what's moral. Yes, this is what the Watch does. Punishes brave, simple, human folk for doing what's right. For trying to save a young girl's soul from that demon, the magical immigrant. No, no, no. The City Watch needs leadership. Mercuria needs leadership. Someone who can stand up against the magical and say, this far and no further. Someone who's willing to make sacrifices, to hammer in a few nails to build a home. The Watch is willing to hammer no nails, to build no home. I blame their leader, that woman with unnatural desires. And I blame her leaders, that boneless council, slave to the immigrant, the magical. What can be done? There is only one solution. He can't have changed his clothes or taken a bath in months. Change. Yes. Yes. Okay. Vote faith and family. He must vote be wearing blood. Leather undergarments. Land. They make honor an unpleasant creaking noise. And humanity. Vote National Front and vote for your humble His breathing human is erratic servant. And shallow. Yours truly, you should visit a doctor. Owner Hillaris. With my guidance and leadership, she's humming to herself. The magical, it's a tune that I recognize. Subhuman immigrant, a sweet lullaby. The dark necromancer, she smells warlock, faintly of salted will be meat. Banished from our home. Maybe she works in a butcher's shop. Our children will be safe he to has play an odd and more. Annoying habit of women constantly kicking his tongue. Will be protected. Yeah. And these ill-lit, he smells of lavender avenues will be lit maybe by he's the a physician. Light her clothes smell strongly of tar crowned and smoke. With sweet she must smelling, be a factory worker. Homely herbs. Thank you. Thank you all for coming. Thank he you. He smells of rose water. Oh yeah, thank you for coming. It's thank rather you. Pleasant, thank you. To be thank honest. You kindly. Thank you. Okay, und jetzt? No, it's important that we stand together. Jetzt habe ich an ein paar Leuten gerochen und der Typ hat gequatscht. I visit the tower often. Even broken fast with our bastion of morality, Sami Raman. Now, no one says we have to abandon our gods. Honor Hilaris.
He leads this national front for faith and family. Und er redet weiter und weiter. Ja, war es das jetzt oder was? Es nervt halt wirklich, dass das Questlog nicht funktioniert, ne? Sekunde mal, ich probiere mal kurz was. Ach Quatsch, nee. Spielablauf, Audiosprache Englisch und Titelsprache Deutsch. Bin ich vielleicht... Hallo? Okay. Wenn ich vielleicht das da mal kurz auf Englisch stelle, funktioniert denn das dann? Ah! Okay, dann funktioniert's. Das ist... Es ist so albern. Ich hänge jetzt noch ein paar... Part ist eigentlich vorbei, aber ich hänge jetzt noch ein bisschen was dran. Jetzt funktioniert der Ton nicht mehr, oder was? Es ist... Ach, Mensch. Was sah die Messenger? Ich pause. Okay, das hilft mir gerade alles gar nicht weiter. Ich stell mal das mal wieder um. Kann man jetzt mit dem quatschen? Honor Hillaris. He leads this National Front for Faith and Family. Ja gut, was sollte ich denn jetzt hier? Sollte ich dir jetzt einfach nur anhören oder was? Was für ein Schwachsinn. Spielen wir jetzt eigentlich die ganze Zeit Kian? Ich will nicht die ganze Zeit Kian spielen. Oder kann ich dem... Ich will ihm das geben, aber das kann ich wohl nicht. Hoch. Langsam fängt alles an zu jucken und komm, ich will jetzt noch irgendwas. Shadow's name, you came out of nowhere. You shouldn't be out here so late. They frown on that sort of thing. Irgendwas Sinnvolles muss doch jetzt noch passieren. Haben wir irgendwo eine Karte? Wo ist eigentlich der Azadi-Turm hin? Den habe ich doch vorhin schon gesehen. Ich will den mal angucken. Hier hätten wir zumindest mal eine Karte. Okay, das ist aber noch auf der Route von dem. Oder? Ach. Karte? Nee, ist es nicht. Okay, schlecht. Das heißt, ich gehe den Weg wieder zurück, die Treppen runter und dann links. Are you lost? There are city maps everywhere. They should help you find your way around. Weg zurück, Treppe runter. Und da lang. Ja. The shadows are alive. I don't like this posting. Das heißt, hier muss irgendwo so ein Bub rumrennen. Hock und Hockgusk. Hoch. Hallo, na? People still keep their heads down around Azadi military. They must fear the worst. So, bin ich noch auf der... Schon, ne? Ups, es geht hier eine Weile geradeaus. Ja. Ich laufe halt auch genau in seine Richtung. Schwierig. Ich
Gefällt mir ja gerade nicht so gut, nicht? Ist ein bisschen... Oh, was? Ist er das? Don't you know there's a curfew on? We should both of us be indoors. Always be vigilant, halt citizen. Mich nicht auf. A runner passing messages between checkpoints. Okay, und dem folge ich jetzt einfach. Der läuft total langsam. Dafür, dass er so am Joggen ist. Ja, cool. Haben wir den gefunden? Ich würde aber sagen, das langt jetzt erstmal, oder? Ich wollte ja nur noch irgendwas schaffen. Ich habe den Laufburschen gefunden. Das heißt, im nächsten Part geht es auf jeden Fall mit irgendwas weiter. Das ist doch super, oder nicht? Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ihr könnt mir Liebe dalassen und Bewertungen und Kommentare und so. Positiv oder negativ. Oder konstruktiv am besten noch das. Ist mir egal. Ihr könnt mich auch einfach total beweihräuchern. Das macht ihr die meiste Zeit. Wir sehen uns im nächsten Part von Dreamfall Chapters. Bis dann. Wir singen.